Die erste Weekend League in FC25 rückt immer näher. In meinen letzten Videos habe ich euch bereits verschiedene Tipps und Tricks gezeigt, wie ihr zum einen in FC25 Tore schießen könnt, aber auch, wie ihr diese gefährliche Meta verteidigen könnt. Aber eine Sache fehlt jetzt noch, Freunde, und zwar ein Team, mit dem ihr das Ganze umsetzen könnt. Aus diesem Grund zeige ich dir heute meine Top 4 Meta-Teams für die erste Weekend League. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ihr habt es im Intro schon gehört, heute dreht sich alles um die erste Weekend League. Heute schreiben wir Mittwoch, den 2. Oktober 2024. Mit anderen Worten, es sind nur noch 2 Tage, bis die erste Weekend League stattfindet. Ich selber muss, wie viele von euch da draußen wahrscheinlich auch, die Quali noch spielen. Aber was viele von euch da draußen bestimmt auch noch brauchen, ist das richtige Team. Deswegen, Freunde, habe ich für euch ganze 4 Meta-Teams vorbereitet, zu unterschiedlichen Budgets. Und zwar einmal für 100k, für 300k, für 500.000 Münzen und zu guter Letzt für 1.000.000 Münzen. Letztes Jahr habe ich dasselbe Video am Anfang auch schon gemacht. Da hatte ich damals meine Top 5 Teams für die erste Weekend League vorgestellt. Das 50k-Team spare ich mir jetzt aber, weil wir uns jetzt mittlerweile schon im Oktober befinden und ich denke, fast jeder von uns sollte mittlerweile knapp 100.000 Münzen zusammenkratzen können. Bevor wir ins Video reinstarten, Freunde, würde ich mich extrem freuen, wenn ihr meinem Kanal ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben auf das Video da lassen würdet. Über 76% der Leute, die dieses Video gerade schauen, haben meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert. Das ist ein großer Fehler, Freunde, denn wenn ihr besser in FIFA werden wollt, ist das genau der richtige Kanal für euch. Deswegen Glocke aktivieren und ab geht's ins erste Team. Wir legen los, Freunde, mit unserem 100.000 Münzen-Team. Ich nehme mir jetzt mal vor, ich starte jetzt immer von hinten nach vorne ins Team rein. Das machen wir jetzt mal bei allen Teams identisch und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Torwart und das ist in dem Fall Gregor Kobel. Wer mir bei TikTok und Instagram folgt, Freunde, hat bestimmt gestern schon mein Video zum besten Torwart in FC25 gesehen. Da habe ich eben drüber geredet, dass Edwin van der Sar der beste Torwart ist, weil er eben den herausstürmen, den zumachen Playstyle als Playstyle Plus hat und zusätzlich auch noch den Deflektor Playstyle auf Silber, damit er eben keine Bounceback-Tore kassiert. Und in diesem Video habe ich eben auch eine günstige Alternative zu van der Sar vorgestellt. Das ist in dem Fall Gregor Kobel, extrem stark Torwart, hat hin und wieder ein paar komische Animationen, aber das Allerwichtigste, er hat Zumachen als Playstyle Plus, Deflekte als Playstyle Silber und sogar noch weite Abwurf in Silber. Dazu ist er 1,95 groß, also unterm Strich ein extrem starker Torwart. Machen wir weiter mit unserer Innenverteidigung und hier haben wir auch zwei richtig geile Karten und zwar einmal Kim Min-jae auf der rechten Seite und Nico Schlotterbeck auf der linken Seite. In der virtuellen Bundesliga, Freunde, sind wir gezwungen Bundesliga-Teams zu spielen und ich kann euch jetzt schon sagen, jeder wird dort diese Bundesliga-Karte von Nico Schlotterbeck zocken. 77 Pace, 85 Def, 82 Physis, Linksfuß, was auch extrem geil ist, einen Linksfuß in der IV zu haben. Und was diese Schlotterbeck-Karte so besonders macht, sind seine Playstyles, Freunde. Er hat einfach Jockey, Abdrängen, er hat Block, er hat Grätschen als Playstyle Plus und jetzt kommt das Allergeilste. Er hat auch noch den Waschbär auf der Karte. 4 von 6 Defensiv-Playstyles bei einer Goldkarte. Extrem, extrem stark. Dazu noch den Weiter-Pass-Playstyle in Silber in Kombination mit seinem linken Fuß. Einfach der perfekte LIV für euer Team. Und auch noch den Power-Kopfball-Trade. Leider nicht mehr wie letztes Jahr den in der Luft-Playstyle. Aber unterm Strich ein extrem geiler Innenverteidiger. Genauso wie Kim Min-jae. Er hat in der Luft und Power Kopfball und eben auch 3 Defensiv-Playstyles. Damit seid ihr wirklich perfekt ausgestattet und für ein 100k-Team sind die beiden IVs wirklich bodenlos gut. Ich habe jetzt das Team mal in einem 4-4-1-1 gebaut, eine Formation, die aktuell wirklich sehr viele FIFA-Profis, die eben nicht die Fünferkette spielen, spielen. Darunter zum Beispiel Eldos und Umut, die spielen aktuell viel mit der 4-4-1-1. Warum ich euch das Ganze jetzt sage, Freunde, hängt viel mit den Außenverteidigern zusammen. Wir haben nämlich hier einmal auf der Rechtsverteidigerposition Konrad Leimer, der sogar Block als Playstyle Plus hat, was eben auch noch für die AFAs extrem wichtig ist, dass er eben den Batterie-Playstyle hat, weil sie eben viel nach vorne laufen werden und viel zurück. Und ein Playstyle, den ich dieses Jahr ultra underrated finde. Theo Hernandez hat ihn zum Beispiel in Gold, Gabriel von Arsenal hat ihn in Gold und zwar ist die Rede vom Muskel, von der Kante. Kreis-Zweikämpfe sind dieses Jahr extrem stark, deswegen sind meine Lieblings-Dev-Playstyles dieses Jahr tatsächlich der Waschbär und der Muskel. Als Linksverteidiger haben wir Maxi Mittelstädt in Form im Team, der hat den Angelhaken als Playstyle, solide Stats, ist 1,80 groß, leider nur 2 Sterne Weakfoot, aber trotzdem unterstrichen solider LV. Wenn ihr jetzt vorhabt, Ingame eure Außenverteidiger mit in die Offensive zu nehmen, dann würde ich euch empfehlen, Sascha Bowie anstatt Conny Leimer zu spielen, weil da eben sowohl die Flügelverteidigerrolle als auch die offensive Flügelverteidigerrolle beides als Plusrolle hat und sich Ingame extrem, extrem beweglich anfühlt. Ich habe letztes Jahr seine Good Birthday-Karte geliebt und er hat eben auch den Batterie-Playstyle, Jockey und Abfangen, also auch für eine 79er-Karte eine extrem
starke Karte. Das zentrale Mittelfeld in diesem Team finde ich unfassbar geil, Freunde. Ich habe in meinen letzten Gameplay-Tipps, Videos und Grundlagen-Videos schon oft angesprochen, wie wichtig der Spielaufbau dieses Jahr ist und wie wichtig dafür eben bewegliche Spieler im ZM sind. Und ihr habt hier in diesem Team Alex Garcia mit Ruhepol Plus. Das fühlt sich so geil an in-game. Er kann sich so geil aus brenzligen Situationen befreien. Dazu Waschbär für die Zweikämpfe, Tiki-Taka für die flachen X-Pässe und Schnittstellenpass für die R1-X-Pässe. Dazu kann er sogar noch Ecken und Freistöße gut. Ich liebe diesen Spieler einfach. Ihr müsst euch vorstellen, Freunde, ich könnte in meinem Pro-Team, ich könnte da R9 in meinem Team spielen, ich könnte Hullet im ZM spielen, aber ich spiele im ZM einfach diesen Alex Garcia, weil ich ihn so, so gut finde. Daneben habt ihr noch Crystal Dunn, die einfach nur 1,55 groß ist, extrem geiles Dribbling hat, hat die Batterie als Playstyle, hat extrem geile Tempo-Boosts, by the way. Dadurch, dass sie so klein ist, hat sie ohnehin schon einen guten Boost. Und dann hat sie einfach auch noch Rakete und Raserei, die beiden wichtigsten Playstyles für den Boost. In Kombination mit 87 Tempo, eine unfassbar geile ZM-Karte und ergänzt sich auch perfekt mit unserem Alex Garcia. Solltet ihr jetzt die Garcia-SBC nicht gemacht haben, könnt ihr euch zum Beispiel einen Zakaria ins Team stellen. Dann habt ihr trotzdem insgesamt 30 Teamchemie, würdet ihr vielleicht mit einem Manager sogar noch ein bisschen hochbekommen. Der wäre nochmal ein Stück weit defensiver als Garcia, hat auch den Waschbär als Playstyle, ist halt unterm Strich nochmal ein Stück weit größer, 1,90 groß und hat eben richtig geile Physiswerte. Auf der Außenbahn haben wir einmal Kingsley Coman, der Raserei als Playstyle Plus hat, was extrem geil für die Tempo-Boosts ist. Und auf der linken Seite haben wir Swanson, habe ich dieses Jahr auch schon locker 50 Spieler mit ihr gemacht. 4 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot, extrem klein, starker Tempo-Boost, viel Pace, viel Schießen und das Geile ist halt, wie gesagt, 4 Sterne Skills und 5 Sterne Weakfoot. Sehr, sehr solide Karte. Wen ich aber hier in meiner Offensive sogar am geilsten finde in dem Team, am geilsten natürlich auf die Stats bezogen, Freunde, die Rede ist von Rose Lavelle. Absolut underrated Karte, 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot, Linksfuß, was auch sehr geil ist und sie hat einfach den Playstyle, der für diese ZOM-Position in unserem Team extrem geil ist. Sie hat einfach Schnittstellenpass als Playstyle Plus. Sprich, du kannst mit dir die R1X-Pässe pelzen wie mit keiner anderen. Dazu hat sie auch noch Tiki-Taka, entscheidender Pass, Technical fürs R1-Dribbling und First Touch. Ich predige euch in jedem meiner Videos, wie wichtig diese Pass-Playstyles sind. Und sie haben einfach 3 Pass-Playstyles auf ihre Goldkarte, Freunde. Ein absoluter Geheimtipp von mir an euch. Und im Sturm vorne haben wir dann noch günstiger wie E und die. Ich glaube, 6000 Münzen kostet er nur. Donny, R9 Malen, wie mein guter Freund Gaucho immer sagt. 89 Pace, 81 Schießen, 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot und dazu auch den Technical Playstyle, Rakete für die Tempo Boosts, Trivela für die L2 Schüsse, First Touch, damit eben Lavelle Malen perfekt mit ihren R1 Pässen anspielen kann und Malen kann den Ball perfekt verarbeiten. Das Team harmoniert an sich perfekt und ist unterm Strich für 100.000 Münzen, für nur 100.000 Münzen, Freunde, ein absolut geiles Meta-Squad für die erste Weekend. Kommen wir zu meinem 300.000 Münzen-Team, Freunde, und hier habe ich mir was richtig Geiles zusammengelinkt und es hat auch echt ein bisschen gedauert. Im Tor starten wir rein mit Alisson, Brasilianer aus der Premier League. Ich habe es in meinem Top 5 Spieler-Propositionsvideo schon gesagt, wie gut ich Alisson dieses Jahr finde, hat den angesprochenen Zumachen-Playstyle, also dass er mal herausstürmen kann und ja, das 1 gegen 1 gegen den Gegner eigentlich so gut wie immer gewinnt. Dazu hat er Deflector als Playstyle Plus, Fingerspitzen Plus, das bedeutet, er faustet die Schüsse wirklich in Zeiten aus, das ist so ein krank OP-er Playstyle, Freunde. Und dazu auch noch weiter Abwurf, ich liebe Alisson dieses Jahr wirklich, er hat keine komischen Animationen, hatte ich wirklich noch gar nicht mit ihm, grundsolider Keeper. Genauso solide sind in diesem Team die Außenverteidiger, hier haben wir einmal auf der linken Seite Nuno Mendes, kann extrem starke Tempo-Boosts, hat den Schnittstellenpass Playstyle, harter Pass für die Flanken, 4 Sterne Weakfoot, 3 Sterne Skills. Dieses Jahr wieder absolut underrated, meiner Meinung nach. Ich sehe den wirklich gar nicht in so vielen Teams. Und das, obwohl er so eine krank geile Karte hat. Sein einziges Manko ist halt der Schuss, aber trotzdem richtig stark. Genauso wie sein RV-Kompagnon Hakimi. Das erste Mal dieses Jahr, dass Hakimi auch wirklich günstig ist, weil halt Mbappé, Neymar, Messi alle nicht mehr in der Ligue 1 unterwegs sind. Das müssen wir ausnutzen, Freunde. Deswegen packen wir ihn in unser Team. 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot, 91 Pace, kann gute Tempo-Boosts, kann gute Flanken. Sehr starke RV-Karte. In der Innenverteidigung haben wir 2 Brasilianer. Wir starten mal rechts rein. Da haben wir den guten Marquinhos. Auch ihn habe ich in meinem Top 5 Spieler Propositionsvideo schon angepriesen, was er dieses Jahr für eine starke Goldkarte bekommen hat. 79 Pace, 89 Defending, 81 Physis. Er hat einfach den Waschbär und den Angelhaken Playstyle als Playstyle Plus. Sprich, Freunde, wenn ihr den Ball erobert oder wenn ihr Zweikämpfe gewinnt, der Ball wird an eurem Fuß kleben. Abdrängen hat er auch noch für die L2-Steps. Das bedeutet, in Kombination mit seinen 1,83 könnt ihr ihn richtig geil in die Zweikämpfe reinbewegen. In der Luft und Powerkopfball auch noch als Playstyle. Richtig geile Karte. Und ich habe es eben schon angesprochen, Freunde. Einer meiner Lieblings-Playstyles dieses Jahr ist die Kante als Playstyle Plus.
Theo Hernandez hat ihn zum Beispiel, du gewinnst gefühlt jeden Zweikampf. Und diesen Playstyle besitzt eben Gabriel. Ich habe jetzt die Inform-Karte hier im Team. Ihr könnt aber auch, wenn die Coins nicht ganz reichen, auch erstmal die Gold-Karte ins Team stellen. Der hat auch diesen Playstyle als Playstyle Plus. Richtig geile Verteidigung, meiner Meinung nach. Genauso geil ist das zentrale Mittelfeld. Wir haben einmal einen defensiven Absicherer. Das ist Joel Linton, 1,86 groß insgesamt. Dazu den Angelhaken und auch den angesprochenen Muskel-Playstyle. Dann hat er den absolut underrateden Ruhepull-Playstyle. Ich habe schon oft genug gesagt, Freunde, ihr könnt euch damit richtig geil aufdrehen. Und noch die Batterie. Und dazu haben wir noch einen offensiven, passstarken ZM daneben. Und zwar ist das Vitinha, Tiki-Taka als Playstyle Plus. Kann er 1 Dribbling gut, kann Finesse-Shots. Hat 3 Sterne Skills und 3 Sterne Weakfoot leider nur. Leider nicht so wie seine Team of the Season Kader letztes Jahr 5-5. Aber dieses kleine Opfer müssen wir hier bringen. Ihr könnt theoretisch auch Sandro Tonali reinstellen, wenn ihr wollt. Und wenn ihr ein bisschen mehr Coins habt oder Bruno Guimarães. Bei Tonali wäre das Team dann nicht ganz Fullcam. Ich glaube, dann wären wir auf 31 Team Chemie. Was aber auch noch unterm Strich vollkommen okay wäre. Aber jetzt kommen wir zur geilen Offensive in dem Team, Freunde. Und für 300.000 Münzen ist die Offensive wirklich Wahnsinn in dem Team. Wir starten rein auf der ZOM-Position. Deborah C. D. Oliveira. Auch kurz genannt Debinha. 5 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot, 1,55 groß, Freunde. Immer wieder, wenn ich über diese Karte rede, komme ich wieder ins Staunen. Trickster als Playstyle Plus, ihr wisst alle, wie geil Trickster dieses Jahr ist. Dazu, dass er 1 Dribbling, Rakete für die Tempo Boosts, Trivela für die Trivela-Schüsse, eine unfassbar heftige Karte. Und diese Größe, 1,55, fühlt sich in-game so krank geil an, Freunde. Auf der linken Seite haben wir einen der größten Metaspieler dieses Jahr, und zwar ist die Rede von Neymar Jr. Auch er hat Trickster als Playstyle Plus, auch er hat 5 Sterne Skills und 5 Sterne Weakfoot. Dazu 85 Pace, und Neymar fühlt sich dieses Jahr auch in-game wirklich richtig schnell und beweglich an. Der 1-Dribbling ist auch richtig geil mit ihm. Die Trivela-Schüsse sind richtig nice. First Touch hat er noch. Und was eben für Neymar auch richtig geil ist, er hat sogar auch noch entscheidender Pass. Bisschen ähnlich zu Pelé, der hat diesen Playstyle auch in Silber. Absolut geile Karte. Genauso geil auch wie unser rechter Flügel, der mit die besten Tempo-Boosts im Spiel hat, meiner Meinung nach. Rafinha. Rafinha Diaz Belloli. 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot. Wie gesagt, fühlt sich extrem schnell an, hat dazu noch den Finesse-Playstyle, und wir spielen ihn auch auf dem rechten Flügel für den Finesse, den Powershot-Playstyle, und auch er hat Trickster, Freunde. Das heißt, ihr habt auf dem linken Flügel Trickster, auf dem rechten Flügel Trickster und auf der ZOM-Position Trickster. Und Freunde, eine Position fehlt noch. Die zentrale Anspielstation in unserem Team. Unser Stürmer, über den jeder Angriff laufen wird. Die Rede ist von Alexander Isak. Mann, oh Mann, oh Mann, hat der dieses Jahr eine geile Karte bekommen. 1,92 groß, 4 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot, kann den Tempo-Boost überragen, hat Raserei bekommen, Freunde. In Kombination mit seinem 5 Sterne Weakfoot hat auch noch den Finesse-Playstyle und unterm Strich für eine 85er-Karte. Unfassbar geile Stats. 85 Pace, 87 Abschluss, ein absolut geiles Stellungsspiel. Und in Kombination zu seinen 1,92 hat er auch noch 88 Sprungkraft. Das ist wirklich der Metaspieler schlechthin. Und die hat meine Lieblingsstürmerrolle Stoßsturmprofi auch noch als Rolle Plus. Für 300.000 Münzen, Freunde, wirklich ein unfassbar geiles Team. Und ich kann für 300.000 Münzen, Freunde, wirklich ein unfassbar geiles Team. Und ich kann es jedem von euch empfehlen, dieses Team nachzubauen. Kommen wir zu meinem 500.000 Münzen Team, Freunde. Und das finde ich richtig, richtig cool. Kann ich jetzt schon mal sagen. Es ist, glaube ich, das einzige Team in dem Video heute, das nicht auf voller Chemie ist, sondern nur auf 32 Team Chemie. Ich kann es aber schon mal vorwegnehmen. Wir könnten das trotzdem mit einem Spieler umgehen, dass eben das Thema voller Chemie wäre. Aber so wie es jetzt mit 32 Cam ist, finde ich es einfach nochmal geiler. Wir starten rein mit unserem Torwart. Und zwar ist es ein Spieler, der wurde mir bei meinem letzten Top 5 Spieler pro Positionsvideo immer empfohlen, weil ich den bisher mal rausgelassen habe. Und zwar ist die Rede von Marc-André Ter Stegen. Hat den Beinarbeit-Playstyle als Playstyle Plus. Sehr, sehr interessant. Exklusive Animationen bei Fußparaden und noch bessere Leistung gegen Schüsse mit niedriger Flugbahn. Hört sich echt geil an. Und warum er hier im Team steht, er hat auch noch herausstürmen, zumachen als Playstyle auf Silber. Absolut geiler Torwart. Dann machen wir mal weiter mit den Außenverteidigern, Freunde. Und das größte Cheap Beast, der beste Preis-Leistungs-Rechtsverteidiger im Spiel, ist für mich Marcos Llorente. Habe ich selber richtig lang in meinem Team gespielt, bis eben Frimpong die neue Special Card rausgekommen ist. 1,84 groß, 3 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot. Kann den Tempo Boost extrem gut, weil er Raserei hat. Hat die Batterie, was wichtig ist für mich, weil ich nehme die Außenverteidiger immer mit nach vorne. Harter Pass und sogar auch noch den Powershot. Und Freunde, ich meine, die Stats sprechen für sich. Eine Goldkarte mit 83 und er hat jeden Stat über 78. Wie heftig ist das bitte? Linksverteidiger ist Fonzie Davies. Auch er ist dieses Jahr wieder ultra OP. Kann den Tempo Boost richtig stark. 95 Pace, 1,85 groß, 4 Sterne Skills. Ich glaube, das spricht für sich. Was auch für sich spricht, ist die Innenverteidigung, Freunde. Wir haben wieder hier im Team Nico Schlotterbeck. Wir haben ihn vorher beim 100k-Team schon drin gehabt. Absolut krank geile Karte. Daneben haben wir Robin Koch, der einfach 5
von 6 Defensiv-Playstyles habt. Wie krank gut ist das bitte? Dazu 1,91 groß und auch noch 4 Sterne Weakfoot und Rechtsfuß. Wir haben einen Rechtsfuß, einen Linksfuß IFA, was perfekt harmoniert. Im zentralen ZM, Freunde, haben wir zwei richtig coole Special Cards, die auch perfekt zusammenpassen. Wir starten mal mit dem rechten ZM rein. Und zwar ist das der erste Road to the Knockout-Spieler, den ich dieses Jahr gezogen habe. Doniel van de Beek. 5 Sets über 80. Dazu den Finesse-Playstyle, den Gretchen-Playstyle, First Touch, Trivela, absolut geile Karte. Wir spielen ihn, Freunde, im rechten ZM, weil er Rechtsfuß ist und richtig geile Trivela-Shots hat. Und unser linker ZM ist eben dann ein Linksfuß und kann auch richtig geile Trivela-Shots. Und zwar ist die Rede von Lo Celso. Gerade aktuell eine SPC am Laufen, eine Road to the Knockouts SPC. In der Conference League müsste das sein. Und ich finde die Karte überragend, Freunde. 81 Pace, 81 Schießen, 85 Passen, 85 Dribbling. Ich glaube, keiner hat so wirklich auf dem Schirm, wie gut diese Karte eigentlich ist. 4 Sterne Skills und er hat einfach den weiter Pass-Playstyle und den entscheidenden Pass-Playstyle, Freunde. Wie geil ist das bitte? Dazu auch noch Finesse und Technical. Ein absolut geiler Box-to-Box-ZM. Generell finde ich, Freunde, beide ZMs im Team eignen sich perfekt für einen Box-to-Box-Spieler. Das heißt, ihr könnt den Ingame perfekt die Box-to-Box-Rolle oder die Motorrolle geben und die werden auf jeden Fall komplett ihren Job machen. Der einzige Nachteil bei den beiden ZMs ist, dass sie nur 73 und 75 Ausdauer haben. Deswegen würde ich euch noch empfehlen, einen Sub, irgendeinen ZM-Sub auf die Bank zu setzen, dass ihr da eben flexibel seid. Und jetzt kommen wir noch zum Angriff, Freunde. Der ist in dem Team wirklich speziell. Auf der rechten Seite haben wir einmal die OP-Karte dieses Jahr schlechthin. Fast jeder Pro Spielen in seinem Team. Nico Williams hat Raserei als Playstyle Plus bekommen, kann unfassbar heftige Tempo-Boosts. Dazu hat er einfach noch die Batterie als Playstyle. Ich habe es bei Trinity Rodman immer schon angesprochen, Freunde, wie geil sich das Ingame anfühlt, wenn ein Spieler die Rakete hat, Raserei und dazu noch die Batterie, wenn sie einfach keine Ausdauer verlieren. Ihr könnt mit dem das ganze Spiel die Linie hoch und runter laufen. Dazu hat er auch noch Trivela und Finesse, Freunde. Wie flexibel seid ihr mit dem Spieler? Und apropos flexibel, er kann auch noch einfach LM und RM als Position spielen. Also Nico Williams, wirklich, Freunde. 4 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot. Was eine kranke OP-Karte. Auf der linken Seite, sein Kompagnon ist ebenso stark, Freunde. Jeder VBL-Spieler wird ihn in seinem Team spielen. 5 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot. Die Rede ist natürlich von Jamal Musiala. Auch er ist über 1,80 groß und hat ingame auch ein richtig großes Player-Model. Technical als Playstyle Plus, entscheidender Pass und auch den Trickster-Playstyle, Freunde. Und ihr wisst, wie geil der Trickster-Playstyle ist. Absolut geile Karte und passt auch perfekt ins Budget rein. Das Team kostet, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt nicht mal ganz 500.000 Münzen. Und dann fehlen noch die beiden Stürmer und wir haben einmal meinen Rivals-Angstgegner, würde ich fast schon sagen, Louis Openda. 93 Pace, schneller Schritt und Raserei. Finesse und Trivela, der perfekte Stürmer meiner Meinung nach, dazu auch noch 4 Sterne Weakfoot. Das Einzige, was ihn noch geiler machen würde, wären 4 Sterne Skills. Aber Freunde, der fühlt sich ingame so krank beweglich an, kann die Tempo-Boosts wie kein zweiter. Also ich finde, mit dem merkst du das nicht mal so krass, dass der nur 3 Sterne Skills hat. Und sein Freund vorne im Sturm spielt ebenfalls bei RB Leipzig. Ich spiele ihn bei mir in meinem Pro-Team als Sub. Es gibt zum aktuellen Zeitpunkt von FC 25 keinen Verteidiger, der Flanken gegen ihn verteidigen kann. Da bräuchtest du wirklich hinten so einen Virgil van Dijk. Die Rede ist von Benjamin Šeško. 1,95 groß, Freunde. 1,95 groß, 96 Sprungkraft, 93 Kopfballpräzision und einfach auch noch in der Luft als Playstyle. Wie heftig ist das bitte? Dazu auch 4 Sterne Skills und 4 Sterne Weakfoot. 88 Pace, 85 Schießen, 85 Füße. So eine krank underratede Karte. Dazu auch noch Akrobat für die Volleys. Technical fürs R1 Dribbling hat er auch noch. Und sogar auch noch den Powershot Trade. Was auch noch seine normalen Abschlüsse meiner Meinung nach besser macht. Was ist das bitte für ein geiles Team, Freunde? Wenn euch das Team jetzt unterm Strich ein bisschen zu teuer wäre, Freunde, könnt ihr die auch noch anstatt Musiala Doniel Malen reinstellen. Das wird von den Coins dann auch noch funktionieren. Aber so sind wir eigentlich perfekt im 500k Budget. Ich finde unterm Strich für diese Münzen ein sehr, sehr starkes Team. Ein letztes Team fehlt noch, Freunde, und die Rede ist von unserem 1-Million-Coins-Team. Und weil ich weiß, dass viele von euch da draußen wahrscheinlich aktuell eine Fünferkette spielen, habe ich das Team sogar im 5-4-1 für euch gebaut. Und hier haben wir einen Torwart, den wir heute noch gar nicht im Video hatten, und zwar ist die Rede von Gianluigi Donnarumma. 1,96 groß, was richtig geil ist für den Keeper, hat die Fleckte als Playstyle Plus, was auch überragend ist. Dazu auch noch Beinarbeit, der einzige Nachteil bei ihm, du hast nicht zumachen als Playstyle, aber dazu hat er immerhin noch 52 Pace, was eigentlich relativ solide ist für einen Torwart. In der Innenverteidigung haben wir dazu natürlich einmal Marquinhos für den PSG-Link, ich habe euch vorher schon erklärt, wie geil die Karte dieses Jahr ist. Dann dazu meinen Lieblingsinnenverteidiger dieses Jahr im Spiel, die Rede ist natürlich von Saliba, 1,93 groß und einfach den Waschbär als Playstyle Plus in Kombination mit Chucky. Das heißt, ihr könnt mit Saliba perfekt in die L2-R2-Steps gehen
und mit ihm dann direkt rein in den Zweikampf mit dem Waschbär Gold. Saliba ist meiner Meinung nach der beste Innenverteidiger im Spiel, um die Tempo-Boosts, die Sprint-Boosts zu verteidigen. Deswegen vorne der perfekte zentrale IV für unser Team. Hat, by the way, auch Verteidiger-Profi als Rolle ++. Wie heftig. Der linke Innenverteidiger ist dann für die Chemie. Den könnt ihr theoretisch in der Fünferkette auch als mitspielender Verteidiger-Profi spielen, hat er nämlich auch als Plus. Die Rede ist von Fernando Hierro. Hat den angesprochenen OP-Playstyle, Freunde, kannte als Playstyle Plus. Dazu auch noch Grätschen und Block. Für den Spielaufbau hat er auch noch weiter Pass als Playstyle und sogar auch noch in der Luft und Powerkopfball. Und er könnte sogar noch die Standards durchschlagen, Freunde. Was ist das bitte für eine coole Karte? 92 Defending auf der Karte, ein absoluter Brecher. Das ist mal eine starke Innenverteidigung, würde ich sagen. Genauso stark sind aber die Außenverteidiger. Auf dem Elfer haben wir einmal meinen Lieblings-Starter-Team-Elfer. Ich habe ihn richtig lange in meinem Team in Rivals gezockt. Die Rede ist von Udogi. Sowohl defensiv als auch offensiv unfassbar stark. 1,86 Großfreund und dazu einfach noch 80 Physis. Und das Heftige ist, er fühlt sich ingame sogar noch beweglich an. 80 Dribbling auf der Karte und natürlich auch 88 Tempo. Dazu hat er noch die Rakete, kann richtig gute Tempo-Boosts und auch noch harter Pass für die Flanken. Und er hat meine Lieblingsrolle, flügelverteidigender Profi, auch noch als Rolle Plus. Und als Rechtsverteidiger haben wir den vorher schon angesprochenen Hakimi. Der OP-Rechtsverteidiger schlechthin. Jedes Jahr in FC 25 und FC 24. In FIFA 23, in FIFA 22 spielt jeder Hakimi in seinem Starterteam. So auch wir. Kommen wir zu den beiden ZMs und die ergänzen sich überragend. Ich habe es in meinem ersten Top 5 Spieler pro Positionsvideo schon gesagt, Freunde. Wie krank geil ich dieses Jahr diese beiden Karten finde. Vor allem Rodri hat fast keiner auf dem Schirm, dass der so gut ist. Hat Tiki-Taka als Playstyle Plus in Kombination mit 4 Sterne Weakfoot. Ist 1,91 groß und hat sogar noch in der Luft als Playstyle, Freunde. Der kann so geil in die Kopfballduelle reingehen. Dazu noch Ruhepol. Sprich, er kann sich richtig geil rausdrehen. Die angesprochene Kante, die ich so stark finde. Tiki-Taka als Playstyle Plus für die X-Pässe und sogar noch weiter Pass für die L1-Dreieck-Pässe. Eine absolut geile, underratede Karte. Ja, Freunde, Rodri ist underrated, obwohl er 91er Rating hat, weil halt viele Leute einfach den Tempowert sehen und sich dann denken, ja, der ist nicht so gut. Aber Freunde, dieses Jahr brauchen die ZMs eh nicht so viel Pace. Rodri absolut geil. In Kombination mit der Karte, die aktuell jeder Pro in seinem Team spielt, Patrick Icharo. Weiter Pass als Playstyle Plus, Tiki-Taka, entscheidender Pass, Finesse, Ruhepol, unfassbar starke Karte, meine Lieblings-ZM-Karte dieses Jahr. Und dann kommen wir noch zum Angriff und der Angriff hat es wirklich in sich. Auf der linken Seite haben wir natürlich wieder Nico Williams, ich habe es gerade schon angesprochen, wie heftig der ist. Ihr könnt von beiden Seiten mit ihm schießen, 5 Sterne Weakfoot, Finesse, Trivela, dazu Raserei als Playstyle Plus. Und der rechte Flügel wird jetzt lustig und zwar ist das ein Mann. Und der Mann ist nur 1,64 groß und fühlt sich ingame pfeilschnell an. Die Rede ist von Ludovic Juli, ein französischer Hero aus der Ligue 1. Und er hat eben, wie gesagt, Rakete für den Tempo-Boost in Kombination mit Batterie. Ihr wisst, wie sehr ich das feiere. Dann hat er in Kombination zu seiner Größe auch noch Technical als Playstyle für das R1-Dribbling. Ein richtig, richtig geiler Spieler. Und er bringt auch gute Chemie hier ins Team. Dann, Freunde, fehlt noch eine Karte. Und ich muss mich korrigieren, Freunde. Wir haben doch zwei Teams, die nicht auf voller Chemie sind. Das Team ist nämlich nur auf 31 Teamchemie. Aber, Freunde, ich habe es in meinem Taktikvideo schon oft angesprochen. Mir ist das wirklich egal. Solange das Team über 28, 29 Chemie hat, ist das für mich vollkommen okay. Unser Stürmer ist Antoine Griezmann. Hat den wohl besten Playstyle dieses Jahr für Stürmer. Die Rede ist vom Finesse Playstyle Plus. Ihr wisst bestimmt alle, wie geil das ist, wenn eure Spieler finessen können. Und Griezmann ist wirklich der perfekte Spieler dafür. 80 Pace, 88 Schuss, 87 Passen, 89 Dribbling. Was sind das für geile Stats? 4 Sterne Skills. Und Freunde, er fühlt sich einfach ingame viel, viel schneller an als seine 80 Tempo auf der Karte. Das liegt, glaube ich, einfach daran, weil er so beweglich ist und auch wirklich, obwohl er nicht mal Rakete und Raserei hat, wirklich einen guten Boost auch hat. Dazu hat er Technical für das R1-Dribbling, Finesse als Playstyle Plus, wie gesagt, in Kombination auch noch mit Trivela. Und er hat auch noch den Lupfer-Playstyle. Ich habe es dieses Jahr schon oft gesagt, wie gut Lupfer dieses Jahr sind. Und sogar auch noch entscheidender Pass für die Steckpässe. Ist vor allem im 5-4-1 geil, weil du da eben meistens deinen zentralen Stürmer anspielst und dann deinen LM und EM durchschickst. Und dann kann Griezmann einfach mit seinem Playstyle die perfekten Steckpässe spielen. Also unterm Strich harmoniert und ergänzt sich das Team einfach perfekt. Jede Position ist meiner Meinung nach perfekt besetzt. Unterm Strich ein absolut geiles Squad für 1 Million Münzen. Ja, Freunde, das soll es mit meinem alljährlichen Meta-Starter-Squad für die erste Weekend League-Video gewesen sein. Ich hoffe, da war das ein oder andere Team dabei, das euch gefallen hat, wo ihr euch wirklich vorstellen könnt. Ja, dann nehme ich jetzt die Coins in die Hand. Ja, das baue ich nach. Würde mich wirklich freuen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, für welches der Teams ihr entscheidet und welches Team ihr ungefähr nachbauen werdet. Ihr könnt ja auch selber immer noch die ein oder andere Alternative reinstellen. Ich habe euch ja in den vorigen Teams auch die ein oder andere Alternative gegeben, die ihr machen könnt für etwas weniger Coins.
Fans oder für andere Chemie. Deswegen, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat und wenn euch das Video weitergeholfen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Knacken wir die 1500 Likes auf das Teambau-Video. Das wäre wirklich krass, wenn wir das schaffen würden, Freunde. Deswegen, Freunde, alle einen Daumen nach oben da lassen. Kostenloses Abo und Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Morgen gibt es das neue Top 5 Spieler pro Positionsvideo. Ich werde es wahrscheinlich zu einem Budget machen, so mit grob 200.000, 250.000 Münzen. Wenn ihr noch Budgetvorschläge für das Video habt, schreibst du gerne unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen beim Video wieder, Freunde. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.